Hallo ihr Lieben, heute kommen die letzten vier Sternzeichen mit der entsprechenden Aura für den Schützen, Steinbock, Wassermann und Fisch. Wir kommen zum Schützen. Der Schütze zieht die Menschen an, die angeblich schlecht vom Schicksal behandelt wurden. Sie fühlen sich als Ritter der Gerechtigkeit und als Beschützer der Schwachen. Damit verstrickt er sich in heftige Auseinandersetzungen. Doch diese Rollen liebt und braucht er. Seine Aura strahlt den souveränen Kämpfer aus, der sich für andere engagiert. Er braucht das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das gibt ihm das nötige Selbstvertrauen. Und den Optimismus, den er mit Begeisterung ausstrahlt und behaupten will. Die Kraft seiner Aura ist vor allem Begeisterungsfähigkeit, mit denen er die Menschen mitreißen und motivieren will. Allein durch seine Ausstrahlung will er seinem Partner, der den Mut verloren hat, den Glauben an sich selbst zurückgeben. Nun der Steinbock. Der Steinbock glänzt mit magischer Ausstrahlung, was ihm eine überirdische Kraft verschafft. Seine starke Persönlichkeit ist dominant, allerdings stehen weder Druck noch Zwang dahinter. Wie selbstverständlich nimmt man hin, dass er Verantwortung übernimmt? Er überzeugt mit seiner Ausgewogenheit. Seine Aura strahlt und vermittelt Verlässlichkeit, Pflichterfüllung und Vertrauen aus. Man vertraut und baut auf ihn. Im Privaten wie im Beruflichen. Die Kraft seiner Aura strahlt vor allem Stabilität, Treue und Beständigkeit aus. Mit seinem natürlichen, faszinierenden und bescheidenen Wesen fühlt man sich von ihm geliebt und geachtet. Jetzt der Wassermann. Der Wassermann fühlt sich unverstanden und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Im Beruflichen versinkt alles in Routine. Familie und Freunde nerven aber. Er sehnt sich nach Ruhe, ein wenig nach Geborgenheit, die er bisher verdrängt hatte. Seine Aura strahlt eine originelle, hellwache und humorvolle Persönlichkeit aus. Das ist eine Bereicherung für jede Gesellschaft. Er ist brillant, einfallsreich und schlagfertig, was den Zauber seines Wesens ausmacht. Damit zieht er derzeit die Menschen an, die ihn vielleicht brauchen. Sie lassen ihm die Freiheit, sind aber dennoch bei ihm. Er sollte seinem Herzen folgen. Dann wird er mit Sicherheit das Richtige tun. Die Kraft seiner Aura strahlt sehr viel Distanz zu den Menschen aus, aber auch eine kameradschaftliche, mitfühlende Nähe. Gefühle, die ihn ausmachen, die ihn erfüllen, aber die er selbst auch manchmal verdrängt. Nun der Fisch. Die Fische sind mit ihrer Aura unwiderstehlich. Sie haben eine besondere Magie, die die Menschen anzieht und verzaubert. Sie spüren selbst, dass sie von Menschen angesprochen werden, mit denen sie schon lange oder nie einen richtigen Kontakt hatten. Es ist ein besonderes Etwas, was die magische Konstellation in einer Beziehung hervorzaubert. Mit ihrer Aura strahlen und vermitteln sie den Menschen ein Gefühl der Nähe und Vertrautheit. Diese besondere Ausstrahlung wird ihnen jetzt neue Freunde, Begegnungen und Aufmerksamkeit von Menschen einbringen, die sie bisher vielleicht übergangen hatten, aber jetzt ihre Gesellschaft suchen. Mit der Kraft ihrer Aura strahlen die Fische ein Mitgefühl aus für ein tiefes Verständnis aller Probleme bei sich selbst wie auch für die Menschen, die sie in ihrer Nähe suchen.
So, meine Lieben, das waren die Sternzeichen mit der jeweiligen entsprechenden Aura dafür. Ich hoffe, es war wieder einmal interessant für euch. Also, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Deria.